Meine Tischkreissäge. Ich bin da mächtig stolz drauf, obwohl es nur ein kleines günstiges Teil ist. Aber die saut richtig. Ich glaube, da ist hinten so ziemlich alles verstopft beim Abfluss, bei der Absaugung. Und auch hier drinnen. Und wie es da ausschaut, wie wir das reinigen, das sehen wir uns jetzt an. Also ich weiß schon, über diese Einhell-Tischkreissäge, da gibt es geteilte Meinungen. Natürlich ist es ein eher günstiger Anbieter, es gibt hier viel, viel bessere. Das Produkt verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden für meine Anforderungen. Ich mache da keine großartigen Sachen. Einige Projekte habe ich schon hinter mir. Ihr seht es auch bei mir in der Playlist Heimwerken. Aber gerade in letzter Zeit ist es ein Wahnsinn, wie die saut. Richtige Dreckschleuder ist sie geworden, obwohl ich eigentlich eine ganz passable Absauganlage hätte. Ich habe schon einmal alles kontrolliert. Die Schläuche sind eigentlich alle frei. Versuchen wir nochmal. So. Da geht er rein. Und da. Das reicht eigentlich völlig aus. Aber, Moment, ich schalte wieder aus. Aber da drinnen, da ist die Hölle los. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und das bekommst du auch mit der Absaugung nicht mehr raus. Das sind einfach größere Teile, die sich mit der Zeit da immer wieder verkanten. Vor allem solche kleine Leisten, die einfach da reinfallen, die kommen da nicht mehr raus. Ja, wie machst du es am gescheitsten? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin jetzt gespannt, welche Überraschung mich da erwartet. Aber wie reinigt ihr denn eure Tischkreissäge? Da muss ja etwas geben, denn wenn du eine Leiste schneidest, dann fällt ja bei diesem Schlitz öfters mal was rein. Das heißt, ich bin nicht der Erste, der dieses Problem hat. Wie macht's denn ihr das? Schraubt ihr dann immer hier oben diese Platte ab oder macht ihr das an der Unterseite? Schreibt es uns bitte rein unten in die Kommentare. Boah, Wahnsinn. Da braucht man jetzt ein bisschen Licht. Wahnsinn, schaut sich das an, was da alles drinnen liegt. Da, Leisten. Da ist auch alles voll. Ja, da ist ganz klar. Das wird nicht abgesaugt. Und liegt einfach so drinnen. Was haben wir da unten noch? Ja, Strobo brauchen wir nicht. Da, ganz unten. Ja, aber wie soll ich das rausbekommen? Schraubt sie dann diesen Korpus da unten dann immer ab? Oder wie macht sie das? Denn so ganz normale Leisten wie die da, die bekomme ich eh schön raus, ja. Aber wenn es dann weiter nach unten geht, da wird es dann schon, da komme ich dann nicht mehr rein. Ich habe übrigens in der Vergangenheit vor ungefähr 1,5 Jahren schon mal versucht, diese Tischkreissäge etwas staubfreier zu machen. Ganz, ganz einfach. Wirklich ganz einfach. Und zwar habe ich einfach hier unten eine Platte montiert, denn die größte Sauerei entsteht, dass einfach hier im Zwischenraum alles dann runterfällt. Und ich weiß, es ist nicht ideal, aber bevor ich es hier am Boden habe, habe ich es lieber hier herinnen, noch ungefähr, ja, naja, aber ich gebe zu, es ist erweiterbar. Man könnte da zum Beispiel eine Klappe machen, sind einige Kommentare dann darunter gekommen, eine Klappe, und dann könnte man sozusagen das hier alles entleeren. Oder man kann einen Staubsauger anschließen, hätte man auch schon gedacht, mit einem Trichter. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal die Highlights dieses Videos von damals. Anzeichnen, ausschneiden. Jetzt geht's auf jeden Fall mal ans Ausschneiden. 3, 2, 1, los geht's.
So, fertig. Und dann schauen wir mal, ob das passt. Jetzt noch schnell das Gestell unten ranschrauben und dann versuchen wir es einmal. So, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Da bin ich jetzt echt gespannt. Eine Schwitze noch. Ob das was geholfen hat. Unten ist einfach die Grundplatte montiert und los geht's. Es sieht auf jeden Fall deutlich besser. Okay. Und wenn wir da reinfilmen, jetzt schauen wir mal, ob das geht. Da sieht man schon, was da drinnen liegt. Jetzt sieht es. Das liegt alles da drinnen. Ich bin jetzt aber gespannt, wie die Wartung ist. Ich meine, es ist mir gleich, wann sich das da drinnen anfühlt. Nach gefühlten 5 Stunden bin ich jetzt zum Entschluss gekommen, dass ich in dieser Wanne unten einfach nicht ordentlich dazukomme. Auch nicht, wenn ich das rausfiemel. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier wirklich nicht drum herum kommen, dieses Sägeblatt zu demontieren. Habe ich noch nie gemacht. Da werden jetzt einige wahrscheinlich lachen. Natürlich geht es nicht. Fuck. Sägeblätter, jawohl. Super. Sägeblätter sind eh mit einem normalen Gewinde. Ja, schaut's aus. Mensch, jetzt machen wir wieder die ganze Maschine dreckig. So. Könnte ich auch schon wieder mal ein bisschen schärfen, oder? Boah. Okay, aber da komme ich jetzt schon wesentlich besser dazu. Wahnsinn, was da alles drinnen ist. Und ich glaube, das scheint mir auch der bessere Weg zu sein. Dann muss man wahrscheinlich dann hin und wieder mal in einen sauren Apfel beißen. Uns da aufschrauben, wobei so viel Arbeit ist es ja gar nicht, das Sägeblatt hier rauszunehmen. Was da alles drinnen ist! Schaut sich das an. Übrigens, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und euch vielleicht der ein oder andere Tipp bei mir ganz hilfreich ist oder ich euch einfach unterhalte, weil ich mich so irrsinnig blöd anstelle, dann würde ich mich über eure Unterstützung sehr, sehr freuen. Erstens natürlich mal über euer Abo. Schaut euch meine Videos an in der Playlist. Sind, glaube ich, ganz interessante auch dabei. Es geht ums Heimwerken, es geht um Gartenarbeit und es geht ums Selbermachen. Ein Link zu meiner Amazon-Wunschliste ist unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr einige Kleinigkeiten für meine nächsten Projekte, die ich brauche. Alles nützliche Dinge. Nichts irgendwie, wo ich sage, okay, das brauche ich nicht unbedingt. Sondern wirklich alles wichtige Sachen für meine nächsten Projekte. Rechts oben poppt jetzt ein Link auf für eure Unterstützung bei Patreon über Crowdfunding. Und ein Abo wäre natürlich cool. So, ich glaube, jetzt hätten wir den größten Mist einmal entfernt. Jetzt ist wirklich wieder alles sauber da unten in dieser Auffangschale bis hinten zum Abfluss. Aber wenn ihr seht, was ich alles raus habe, dabei ist das nicht einmal der ganze Haufen,
dann ist das schon wirklich ein Wahnsinn. Aber das ist wahrscheinlich wirklich nur damit geschuldet, dass ich da noch nie meine Tischkreissäge geöffnet oder gereinigt habe. Ja, das war wirklich mein erster Versuch, hier etwas Ordnung reinzubekommen in diese Tischkreissäge. Ich werde in Zukunft dann versuchen, das regelmäßig zu machen. Aber mich würde wirklich interessieren, wie denn da eure Erfahrungen sind. Bitte schreibt mir das unten rein in die Kommentare, wie oft ihr denn... Jetzt habe ich den Schrauben verloren. Da unten ist er. Wie oft ihr denn eure Tischkreissäge reinigt, wirklich gründlich reinigt, aufmacht und dergleichen, unten rein in die Kommentare. Ich werde jetzt das wieder zusammenbauen und habe wieder irrsinnige Freude an meiner etwas saubereren Tischkreissäge. Würde mich über ein Abo und über einen Daumen hoch von euch freuen. Ansonsten bis zum nächsten Projekt.